So, hallo, heute haben wir den Franco Flückiger von Türkische Münden zu Gast. Franco, starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Du bist gleichzeitig auch noch Trainer in der C-Klasse beim TSV Plining. Deshalb die Frage: Wäre es dir lieber, noch ein Spiel über 90 Minuten in der dritten Liga diese Saison zu spielen oder der direkte Aufstieg in der C-Klasse, dann hoch in die B-Klasse mit dem TSV Plining? Also der größte Wunsch wäre eigentlich, dass beide in Erfüllung gehen. Sich da jetzt entscheiden zu müssen, ist wahnsinnig schwer, weil das eine ist natürlich mein Traum primär, der jetzt für mich zählen würde, noch 90 Minuten in der dritten Liga zu spielen. Und der andere ist natürlich der Traum der gesamten Mannschaft, in die B-Klasse aufzusteigen und auch des Vereins. Von daher ist es so sehr schwer zu beantworten. Okay, alles klar. Zu deinem Engagement beim TSV Plining kommen wir später. Starten wir erstmal vielleicht mit deiner aktuellen Lage bei Türkgücü München. Du warst letztes Jahr in der Aufstiegssaison, ja, kann man so sagen, der unangefochtene Stammtorwart. Dann kam im Sommer René Vollert als neuer Torwart und seitdem bist du auf jeden Fall für uns Fans augenscheinlich außen vor. Zunächst könntest du das bestätigen und wie fühlt sich's an nach der Aufstiegssaison, als der mal vielleicht das Aufstiegsgehalt gefeiert wurde, dass man jetzt dann hauptsächlich auf der Bank sitzt? Ich sag mal so, der René hat natürlich auch eine eindeutige Vita, die ihn natürlich auch berechtigt, diesen Stammplatz hier eingefordert zu haben im Sommer. Bisher ist der Verein auch definitiv sehr gut mit ihm gefahren. René hat absolute solide und sehr gute Leistungen gebracht. Hat jetzt in den letzten 5 Spielen vor dem Mannheim-Spiel zu Null gespielt, was natürlich auch deutlich dann für ihn spricht. Und ja, für mich selber ist es natürlich eine schwierige Situation am Anfang gewesen, mich da hinten anstellen zu müssen wieder. Aber ich denke, dass ich diese Rolle gut angenommen habe. Und auch wir allgemein im Torwartteam, wir Torhüter und unser Torwarttrainer Michael Hofmann, sehr gut arbeiten. Und das denke ich auch, dem René hilft, seine Leistung auf den Platz zu bringen. Und ja, ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus allen Torhütern plus Torwarttrainer, dass auch René da halt seine Leistung auf den Platz sehr gut bringt. Du hast ganz gerade schon angesprochen, die Zu-Null-Serie, die jetzt mit dem letzten Spieltag gerissen ist. Trotzdem würdest du sagen, dass es eins der Erfolgsgeheimnisse dieses Jahr ist, dass ihr als Aufsteiger hinten relativ gut steht und oft die Null steht. Und wie würdest du den Einfluss des ganzen Torwartteams, du hast gerade ganz kurz schon angeschnitten, eben auf die Entwicklung in der Saison beziffern? Es ist ja so, wenn man kein Gegentor kriegt, geht man zumindest nicht als Verlierer vom Platz. Aber ich denke, dass halt vor allem in der dritten Liga eine gute Defensive oder gute Defensivleistung schon der ein großer Weg zum Erfolg ist oder den Erfolg schon zum Großteil ausmacht. Man hat auch in den letzten Spielen gesehen, dass René daran auch großen Einfluss hat durch seine Paraden auch, beispielsweise in Lautern, wo er 2-1 gegen 1 Situationen sehr gut hält, oder auch in den Spielen davor. Und genau das ist es, was wir, denke ich, halt im Torwart-Team auch permanent zusammen trainieren, dass wir es uns halt gegenseitig nicht leicht machen in den Trainingseinheiten und uns gegenseitig halt sehr gut fordern, was ihnen, denke ich, auf dem Platz dann einfach zugutekommt. Okay, ich habe es gerade vorhin ganz kurz schon mal gesagt, die Saison für euch läuft relativ erfolgreich. Aktuell seid ihr Tabellensechster in natürlich super umkämpften dritten Liga. Nach vorne und nach hinten ist alles noch super knapp. Was rechnet man sich da aus, unabhängig davon, was vielleicht der Verein vorgibt? Wenn man sieht, es läuft in der ersten Drittligasaison so gut, hat man dann im Kopf doch auch, boah, vielleicht könnte es ja für die zweite Liga reichen? In der dritten Liga ist, denke ich, wie du schon selber sagtest, alles möglich. Also ich glaube, Bayern 2 stand zum letztjährigen Zeitpunkt nicht so gut da wie dieses Jahr und ist dann am Ende Meister geworden. Also ich denke, daran sieht man auch, wie schnell es dann in dieser dritten Liga vor allem gehen kann.
Und ich denke, wenn wir weiter konstant unsere Leistung abliefern, so wie wir es jetzt tun, können wir, denke ich, eine gute Rolle in der Liga definitiv noch spielen. Wofür es dann am Ende reicht, muss man dann sehen. Wollen wir ein bisschen weg von Türkgücü erstmal gehen? Kommen wir zu deiner Trainerkarriere, zu deiner aktuellen. Du hast jetzt den Schritt gewagt und bist Anfang der Saison ins Trainerteam des TSV Plining Lansham gekommen. Magst du uns vielleicht ganz kurz da durchführen, wie ist es überhaupt zu diesem Schritt gekommen? Ist ja dann doch für einen Fußballprofi relativ außergewöhnlich, als Trainer in die C-Klasse zu gehen. Ja, also es war ja schon einige Zeit gespielt, auch in der C-Klasse wieder, oder beziehungsweise war es dann, ich glaube, im Herbst letzten Jahres, dass ich halt aus München rausgezogen bin, nach Plining eben. Und ich hatte halt schon öfters mit den Gedanken gespielt, halt, was könnte ich auch nach meiner Karriere eventuell machen? Interessiert mich der Job als Trainer? Kann ich es mir vorstellen? Und ich denke, Theorie und Praxis ist halt schon ein Unterschied dann, ob man sich halt nur in Gedanken damit auseinandersetzt oder das Ganze dann halt einfach auch mal ausprobiert. Deswegen habe ich halt die Verantwortlichen vom Verein per Mail kontaktiert, habe gefragt, ob sie da ehrenamtlich Interesse hätten, dass ich sie da als Co-Trainer unterstützen kann. Und so ist das Ganze dann im Prinzip ins Rollen gekommen. Was kannst du jetzt, wenn du jetzt auch die C-Klasse von außen betrachtest, was würdest du sagen, kannst du den Jungs jetzt schon helfen? Wo kannst du ihnen wirklich auch schon Input geben? Und vielleicht, wo können dir die Jungs auch manchmal noch helfen? Ich denke vor allem bei den Jungs ist es hilfreich, dass sie halt einfach von außen mal den Einblick in das Taktische noch ein bisschen mehr kriegen, als sie sich vorher vielleicht mit auseinandergesetzt haben. Einfach ein paar technische Übungen, Kleinigkeiten im Prinzip, die dann halt einen großen Unterschied ausmachen können, egal in welcher Liga. Ich denke, dass ich ihnen da helfen kann, vielleicht auch durch meine Erfahrung halt aus meiner Profizeit, sage ich jetzt mal. Und sie helfen mir halt, indem sie mich halt da absolut fair und freundschaftlich aufgenommen haben, wissbegierig sind und ja, dem Ganzen halt komplett offen auch gegenüberstehen und sich da auch natürlich, auch wenn es die C-Klasse ist und da trotzdem weiterentwickeln wollen und da halt auch gewillt sind mitzuziehen. Ihr seid aktuell in der Tabelle Dritter, habt noch, wenn ich es richtig gerechnet habe, 7 Spiele vor euch nach dem Restart. Ist der Aufstieg in die B-Klasse das ausgegebene Ziel? Natürlich wollen wir aufsteigen. Das haben die Jungs auch selber so für sich formuliert und ich denke, das ist auch ein legitimes Ziel, was sie sich da gesetzt haben, was sie definitiv erreichen können. Weil man halt jetzt auch berücksichtigen muss, dass halt, glaube ich, zwei Mannschaften sich zurückgezogen haben, wodurch Ergebnisse aus der Wertung rausgefallen sind, wodurch sie 6 Punkte verloren haben. Wodurch sie dann eigentlich jetzt, glaube ich, Zweiter werden, soweit ich es weiß, wenn die gewertet worden wären, was ärgerlich ist. Aber ich denke, dass die 7 Spiele sie da definitiv noch auf den ja, Platz führen können, wo sie hinwollen oder wir hinwollen. Gerade zu Beginn des Amateurfußball-Lockdowns und als der Profifußball quasi wieder einen Restart hatte, wurde ja relativ kontrovers diskutiert. Ist es überhaupt nötig? Muss es sein, dass Amateurfußballer nicht mehr spielen dürfen? Profifußball darf weitergehen. Wie fühlt man sich da? Du stehst da ein bisschen dazwischen den Stühlen, auf der einen Seite im Trainerteam im Amateurfußball, auf der anderen Seite selber Profifußball. Kannst du uns vielleicht mal da ein bisschen deine Gedanken schildern? Ich denke, dass beim Profifußball halt doch sehr viele Dinge halt einfach dranhängen als im Amateurfußball. Klar sind da auch manche Mannschaften professioneller aufgestellt als manche. Ich denke, dass es halt im Profifußball halt um mehr geht als vielleicht nur um den Fußball an sich, sondern auch um das, was halt dahinter noch dranhängt und auch um Arbeitsplätze, die dahinter dranhängen. Und im Amateurfußball ist es für mich genauso schade, dass das nicht gespielt werden kann, weil einfach ja die Leute brauchen einfach diesen Ausgleich zu dem, was sie vielleicht sonst beruflich machen oder einfach um von zu Hause rauszukommen. Also an sich ist es halt ja eine sehr schwere Zeit für alle
Und ich kann da jeden Einzelnen verstehen, der das vielleicht nicht so sieht, warum der Profifußball laufen muss und Amateurfußball nicht. Ist halt, wie gesagt, eine sehr, sehr schwere Konstellation für alle einfach. Ja, nochmal vielleicht ganz kurz dann zu deinem, vielleicht zu deinen Zukunftsplänen auch in Richtung Trainer. Du hast zwar jetzt nur bisher kurz reinschnuppern dürfen, natürlich auch durch den Lockdown bedingt. Trotzdem gibt es schon irgendwelche Tendenzen, kannst du dir vorstellen, auch in jetzt dann vielleicht die kommenden ein, zwei Jahre neben deiner Fußballkarriere auch schon den Trainerschein zu machen? Das ist, denke ich, absolut eine Option, die ich da sehe. Wie gesagt, mir macht es momentan sehr viel Spaß oder es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten, bis halt dieser Lockdown kommt. Und ich denke, dass sobald es wieder möglich ist, dass wir auch wieder im Amateurfußballbereich trainieren können, dass sich das dann nahtlos fortsetzen wird. Okay, alles klar. Dann kommen wir noch ganz kurz vielleicht ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Du warst selber bei deiner Zeit bei Magdeburg U19-Nationalspieler und hast letztes Mal im Inter vor kurzem in einem Interview gesagt, deinen größten Traum hast du dir schon erfüllt, Profisportler zu werden. Wann kam oder wann kommt für einen jungen Spieler der Zeitpunkt, wo er im Kopf sich denkt, ja, ich kann es wirklich packen? Eigentlich war ich als Kind schon immer ehrgeizig, also ich konnte sehr, sehr schlecht verlieren. Ja, was dann auch manchmal in andere Dinge ausgeartet ist, als jetzt nur der Frust über die Niederlage an sich. Später hat es dann die Möglichkeit gegeben, für mich auf die Sportschule zu gehen. War für mich natürlich auch komplett anderes Leben dann auf einmal als Jugendlicher, von zu Hause weg, im Internat. War eine schwierige Umstellung für mich auf jeden Fall, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat und mir auch gezeigt hat, oh, es hängt halt doch ein bisschen mehr zusammen alles, wie ich es vorher vielleicht dachte. Und Profitraum war immer da. Bis ich halt begriffen habe, dass es wirklich funktionieren kann, würde ich sagen, hat es ungefähr zu der Zeit gedauert, bis es halt dann wirklich mit der U19-Nationalmannschaft losgegangen ist und ich gesehen habe, oh, okay, ich stelle mich vielleicht doch gar nicht so schlecht an. Du hast bis jetzt 29 und hast in deiner Karriere ja schon für viele größere Vereine gespielt. Oft zwar nur für die zweite Mannschaft. Offiziell ist ja der Profifußball in Deutschland ab der dritten Liga. Trotzdem hast du schon für die zweite Mannschaft von Greuther Fürth und zum Beispiel Ingolstadt gespielt. Waren Ingolstadt das? war Oh, dann habe ich es falsch. Entschuldigung. Trotzdem, wann in dieser Zeit? Ist man dann, du sagst selber von dir, du bist recht ehrgeizig, schon immer gewesen. Nagt es dann an einem, es ist zwar ein Profiverein, aber trotzdem nur die zweite Mannschaft, oder ist es dann für dich sogar noch ein mehr Ansporn gewesen, zu sagen, ja, über die zweite Mannschaft empfehlen, ich will es unbedingt weiter? Es war ja so, zum Beispiel in meiner Zeit bei Greuther Fürth oder in Halle oder auch in Magdeburg, dass ich halt eigentlich immer bei der ersten Mannschaft trainiert habe und dann am Wochenende oder kurz vor Wochenende dann zur zweiten Mannschaft dazugestoßen bin, um nochmal eine Trainingseinheit dort zu machen und dann dort zu spielen. Also es war schon immer so, dass ich oben auch dabei gewesen bin. Es gab dann verschiedene Faktoren, warum es dann vielleicht nicht funktioniert hat, die für mich auch teilweise dann nachvollziehbar waren, weniger nachvollziehbar waren. Aber im Endeffekt hat es halt leider nicht gereicht, bisher. Man muss halt auch dann ehrlich zu sich sein und dann auch eingestehen, dass es nicht immer nur an anderen liegen kann. Ja, das ist auch an sich, dass man an sich selber irgendwas verändern muss oder an sich arbeiten muss. Und ja, ich hoffe, dass es halt vielleicht dann trotzdem dieses Jahr nochmal zu einem Einsatz reicht. Unabhängig vielleicht von Türkgücü München auch. Dein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Du bist jetzt 29. Du hast gerade schon gesagt, bisher hat es vielleicht dann noch nicht für den Drittliga-Einsatz gereicht. Ist es dann trotzdem für dich auch nach der Saison, wenn wir jetzt mal zum Beispiel davon ausgehen, bei Türkgücü wird dein Vertrag nicht verlängert, dein Ziel, ja, es muss unbedingt wieder ein Drittliga-Verein sein oder vielleicht sogar ein Zweitliga-Verein als zweiter, dritter Torwart oder wärst du auch wieder bereit, einen Schritt zurückzugehen und vielleicht dich einem Projekt anzuschließen, das in Zukunft vielleicht wieder hören will?
ähnlich wie du es bei Türkic ja dann hattest, mit der vierten in die dritte Liga? Also eigentlich bin ich dem Ganzen ab Sommer komplett offen eingestellt. Natürlich ist mein erster Ansprechpartner Türkic in München, keine Frage. Und da muss man halt sehen, ob es dann eventuell zusammen weitergeht oder ob sich dann die Wege im Sommer trennen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Und wie es dann ab Sommer weitergeht, das muss ich dann schauen. Also da bin ich halt eigentlich komplett offen eingestellt. Nochmal ganz kurz eine kurze Rückfrage auch zu Türkic in München. Türkgücü als Verein ist natürlich ein Verein, der relativ stark polarisiert. Das bekommen, glaube ich, alle Fußballfans mit, auch Fans, die nur eigentlich normalerweise auf die erste und zweite Bundesliga schauen, schauen vielleicht jetzt auch mal eher noch in die dritte Liga. Da ist ein Projekt mit Türkic in München, das gerade relativ groß in den Medien ist. Inwieweit bekommen das die Spieler mit? Und gibt es dann vielleicht auch mal da, oder wie tauscht ihr euch da gegenseitig aus? Natürlich bekommen wir mit, dass der Verein polarisiert, ganz klar. Ich denke, dass dem Ganzen oder die Leute, die dem Ganzen negativ gegenüber eingestellt sind, mindestens ja, ein oder zwei Leute mehr dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt sind. Ja? Also unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt, sage ich jetzt mal, ein Kommerzverein sind, wie uns manch einer bezeichnet, oder aber auch ein Verein mit Migrationshintergrund, der halt auch gerade in der jetzigen Zeit, wo es halt darum geht, ja, die Leute eigentlich zusammenzubringen, dafür halt einsteht. Und das ist halt, denke ich, das, was wir auch innerhalb des Teams leben, dass jeder, der zu uns kommt, definitiv schnell aufgenommen wird, super aufgenommen wird. Und was wir auch definitiv leben. Dafür spricht ja auch, dass euer Verein bzw. ihr Spieler ja relativ international aufgestellt seid. Man könnte vielleicht meinen, wenn man von außen drauf schaut, es steht oben Türkic in München drauf, es sind viele türkischstämmige Spieler drin. Dem ist ja aber nicht so, ganz im Gegenteil sogar. Ja, also natürlich haben wir einige Spieler, die türkische Wurzeln haben. Wir haben aber auch zum Beispiel mit Parki jemanden aus Südkorea oder mit Alex Sorge und mir jemand aus den neuen Bundesländern. Also wir sind eigentlich ein bunter Haufen, der super zusammen innerhalb der Kabine und außerhalb der Kabine zusammenhält. Und ja, ich denke, dass wir da halt den Leuten schon zeigen, ja, dass wir da gut mitfahren und dass wir auch weiter so miteinander umgehen werden und diesen Weg nicht verlassen werden. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auch in ein ganz anderes Themenfeld. Du hast vorhin schon selber gesagt, du bist relativ ehrgeizig, was dir vielleicht früher auch mal im Weg gestanden ist. Es ist das gemeinsame Hobby deiner Frau und dir, das Reiten. Ist das Ausreiten das der Grund gewesen, warum man vielleicht von München rauszieht aufs Land, das, der Reitsport oder das Reiten an sich, und ist es ein guter Ausgleich zum Fußball? Für dich? Ja, also für mich, unabhängig, was jetzt mit meiner Frau ist oder nicht, ist für mich halt das Reiten oder die Pferde an sich schon was, was mir den Ausgleich bringt. Und auch andere soziale Kontakte außerhalb des Fußballs in dieser Stallgemeinschaft halt einfach. Ich denke, dass das halt für mich wichtig ist als Ausgleich und was ich auch definitiv nicht missen wollen würde. Okay, super. Dann war es das schon. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hoffentlich noch 90 Minuten dieses Jahr in der dritten Liga. Und vielleicht klappt es ja dann nach dem Restart auch noch mit Pleaning. Das wäre natürlich dann, wenn wir nochmal auf die allererste Frage zurückkommen, dann das große Ziel für 2021 noch. Das wäre super, ja. Alles klar, super. Danke dir für deine Zeit. Ciao. Danke auch. Bis dann, ciao.